Hallo und willkommen, ich bin MK3, wie ihr seht, ist natürlich schon mal Zeit für Warframe. Und was soll ich sagen, ja, die Devs waren jetzt auf der PAX East gewesen, um sozusagen live ihren Dev-Stream abzuhalten. Das heißt, man uns die Information zu geben, was innerhalb des Spiels, aber auch außerhalb des Spiels, sich eben rund um Warframe sich so am entwickeln ist. Dummerweise gab es ein kleines Problem, sie mussten, wie es sich angehört hat, den Saal wechseln und da war der Livestream über Twitch nicht mehr möglich. Allerdings haben wir ein bisschen Glück gehabt, denn jemand hat mit dem Smartphone die Sache aufgezeichnet. Leider nur ist der Sound derart beschissen geworden, dass man fast nichts versteht. Man kann zwar sehen, was abgeht und zwischendurch einzelne Sätze verstehen, aber der große Zusammenhang zwischendurch von den Sachen, die mich interessiert haben, ich habe da kein Wort verstanden. Und da muss ich sagen, schade. Ich hätte jetzt gerne nochmal so eine Zusammenfassung gehabt, was jetzt so läuft hinsichtlich, welcher Warframe ist am meisten gespielt worden und wie oft ist dies, das und drittes passiert, aber leider habe ich davon akustisch nichts verstehen können. Aber wenn einer sich davon noch selber überzeugen will, den Link zu diesem Stream haue ich nochmal unten danach auch drunter, wie auch diverse andere Links noch in dem Zusammenhang. Am besten, wir fangen mal ein bisschen an und natürlich für Leute, die jetzt sich fragen, warum ist der Brünn jetzt hier, warum ist da eine Kuba Fortress im Hintergrund, weil ich bin die ganze Zeit ja normalerweise auf Lua rumschleichen wegen den Bauteilen für Broken War. Ja, ich habe natürlich hier was aufgezeichnet, nämlich, ich bin an der Sorte gewesen mit ihr. Das war zwar ein Desaster, aber hier, ihr könnt das am besten euch selber reinziehen, denn bevor ich jetzt hier weiter noch Zeit verschwende euch. Und ja, gehen wir mal kurz durch, was auf der PAX so passiert ist und vor allem die Sachen, die ich jeweils noch rausgefunden habe, weil nebenbei, dass in den News ja auch hier was gestanden hat, dass sie jetzt ja noch ein Partner mit irgendjemand anders geworden sind, gab es noch ein paar andere News in dem Zusammenhang. Also am besten, ich fange mal vorne an. So, das erste, was ich hier ansprechen möchte, ist tatsächlich der Valkyrie Prime Trailer. Jetzt, nachdem Valkyrie Prime Access aus dem Spiel verschwunden ist, und das vor ein paar Wochen eigentlich schon, haben wir es ja endlich hingekriegt, dass wir auch mal einen Trailer hiervon zu sehen kriegen. Und muss sagen, wäre dieser Trailer vorher rausgekommen, ich hätte jetzt wirklich Geld gewettet, dass Leute womöglich die Valkyrie Prime Access womöglich noch ein paar Mal öfter gekauft hätten, weil es an einer Stelle ziemlich cool. Und diese kleine kurze Ecke tue ich auch mal ganz kurz dazwischenhauen hier. Also mit Abstand ultra cool. Und dachte ich mir so, yeah, das ist fast so wie Warframe Wolverine Style. Und dachte ich mir so, yeah, leider ist auch viel gelabert wie am Anfang von dem Ding. Ich verlinke es ja natürlich auch unten drunter. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr cool, sehr schön auch anzusehen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich eine Bekanntmachung von einer Partnership, also einer Partnerschaft oder so will, nämlich mit Caravan Studios. Und die Jungs sind scheinbar, haben viel was mit Grafikerstellerei und auch scheinbar was mit Comics zu tun. Mit der Zusammenarbeit mit denen soll es einen Warframe Webcomic geben. Und ich sag mir so, oh, das hört sich doch mal schon mal toll an. So alles in allem gesehen. Irgendwas mit dem Bild heißt es was von wegen What Remains. Da heißt man, was übrig bleibt. Und so wie es den Anschein hat, das nächste große Update, da wird quasi so ein bisschen die Vorgeschichte schon mal schon zementiert mit. Wo ich mir denke, oh, das hört sich ja immer besser an, hätte ich beinahe gesagt. Werden wir dann endlich Umbra kennenlernen? Fragezeichen, ist die Frage. Weil bei Warframe ist ja immer die Sache ein bisschen schwierig, manchmal auseinanderzuhalten. Wir haben ja sozusagen unsere Quest-Reihe, unsere dreiteilige, wie es momentan zumindest noch den Anschein hat. Also die ist also, ne? The Second Dream, The War Within und dann war als nächstes, hätten wir ein noch nicht näher bekanntes Gerät. Vielleicht ist dann What Remains, wird wahrscheinlich der Comic heißen, aber was wird womöglich jetzt der nächste Teil sein? Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die das meinen mit Next Major Update. Oder meinen die nur etwas so einen größeren Müller, etwas größeren Patch, wo halt diverse Quests rein und diverse Sachen mit drin sind. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, bei dem DevOps nahe zu halten, weil es gibt ja so gewisse Tiers, möchte ich mal sagen. Wo ich sage, das Premium-Tier, wo wir uns wie ein panierte Schlüssel drauf freuen dürfen, wenn immer die Devs so richtig großartige Cutscene und Story uns erzählen wollen. Und darunter gibt es dann halt sowas wie Tubemans of Rhaegar oder sowas, wo gesagt wird, ja, das ist ein neuer Boss oder ein Boss wird umgebaut und die Story wird ein bisschen ausgeflecht, der kriegt eine Sprachausgabe und der Bosskampf wird total toll. Sowas und dann darunter geben, so kommen so langsam die Operations und Tactical Alerts und was auch immer. Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwieriger auseinanderzuhalten, was die mit Next Major Update meinen. Weil wenn die es jetzt schon machen, müsste man ja denken, dass das Major Update jetzt ja auch was Größeres in dem Zusammenhang ist, was womöglich mehr mit Story hat. Hm? Kann ich jetzt so nicht auseinanderhalten, weil das Next Major Update, hm? Auf jeden Fall wird da jetzt ein Webcomic existieren halt, wo darüber mehr davor noch ein bisschen was erzählt wird von. Wo ich dachte, ah, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Bin mal sehr gespannt, wie es danach werden will.
Ich tue natürlich auch mal den Link von den Typen, damit man auch mal weiß, was die bis jetzt so getan haben, auch mal einen Donnertag, aber die haben auch ihre eigene Webseite, nämlich. Und dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Teil, wo die auch noch so eine Art Kollaboration am Start haben, nämlich eine weitere Partnerschaft mit IM 8-Bit. Den Verein habe ich noch nie was von gehört, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin auch nicht so ein Mensch, der sehr viel Merchandise sich ständig kauft. Aber ja, die sollen scheinbar für Warframe diverses Merchandise eben raushauen. Und dazu haben sie auch ein paar Sachen hier so gezeigt, was denn da alles so geben soll. Das habe ich mal gerade auf der Infoseite rüber gewechselt, eben von IM8-Bit, auch auf der offiziellen Seite zu finden. Aber wie gesagt, den Link kann auch, wie gesagt, immer unten drunter. Dinge, die es auf jeden Fall geben wird, sind Langspielplatten. Ja, ihr habt richtig gehört. Das sind diese großen, runden, schwarzen Vinylteile, ja, die man ja auf dem Plattenspieler normalerweise legt. Ja, davon zwei in einem Doppelpack, wo der offizielle Soundtrack gerade vom The Second Dream mit drauf ist. Das als digital würde ich euch abnehmen, aber die Langspielplatten könnt ihr gerade wieder behalten, weil der einzige Plattenspieler im Haus momentan ist im Keller, der, und den benutzt mein Vater für alte Rolling Stones Platten. Und ganz gewiss darf ich mit denen nicht mehr aus. Leihen, weil der ist halb auseinandergenommen worden, damit er da unten reinpasst. Boah. Lass uns mal so stehen. Das ist interessant, dass die sowas machen, aber vielleicht will welche hier vielleicht in irgendwelchen Clubs auflegen. Ist halt interessant, aber für mich, also Langspielplatten nicht. Sorry, nee, nicht wirklich. Dann gehen wir mal gerade weiter an Dinge, die schon mal so ein bisschen geteased hier wurden, nämlich so eine Art, wie soll ich sie nennen? Das sind Prints, also so Drucke auf viereckigen Papierteilen, wie das aussieht. Und die sehen, das ist jetzt nicht unbedingt Warframe-Bilder, sondern nach Warframe-Design, sag ich jetzt einfach mal. Also sag mal so, man erkennt die Warframes, die abgebildet sind, aber sie sehen überhaupt nicht aus wie im Spiel. Die haben so einen leichten anderen Grafikstil. Ja, am besten, ich hau mal kurz ein Bild davon hier hin, damit man mal gerade wisst, was ich meine. Diese Mystery-Prints, wo ich mir sage so ein bisschen wie, ey, ich weiß nicht, ob das so toll ist. Ich meine, das weiß ich jetzt nicht, ob ich so an die Wand hängen muss in irgendeiner Form oder sonst wo hinstellen will. Und dann gibt es noch so kleinere Teile, die nämlich von den offiziellen, lizenzierten Glyphen im Spiel halt genommen werden. Da gibt es ein paar von diesen, ich sag jetzt mal, gezeichneten Glyphen im Spiel, die ihr zwischendurch seht von den jeweiligen Warframes, die so ein bisschen extrem stylized sind. Mal kurz vielleicht ein ganz kurzes Bild hier von reinzuschmeißen. Ja, die Dinger eben, aber eben als Objekt, was man in Händen halten kann. Also nicht mehr digital, sondern tatsächlich physischer Natur. Aber das sind so die drei Sachen, die jetzt hier von IM8-Bit zumindest schon mal angeteasert worden sind, was kommen wird. Mal gucken, ob da noch mehr kommt oder andere Dinge. Gerade von diesen viereckigen Bilder, wo ich mir diese Prints, wo ich mir gesagt habe, das ist nicht mein Fall, davon soll noch mehr kommen, sag ich mir ein bisschen wie, von mir aus, das könnt ihr gerne machen. Ja, für den, der es interessiert, wird das wahrscheinlich noch sehr viel interessanter werden. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Thema, nämlich Warframe, dem vierten Geburtstag. Und da haben die Devs ja schon angedeutet, dass es tatsächlich eine Gyandana geben wird. Weil die ganzen Jahre vorher haben wir mehr oder weniger jedes Mal eine weitere Waffe bekommen, eine von den Dex-Waffen. Und jetzt gibt es tatsächlich eine Dex-Gyandana, wie es aussieht. Und zwar eine Gyandana mit dem Bildnis eben von so einem Lotus-Symbol, was wir am Rücken uns tackern können. Wahrscheinlich für alle, die da mitmachen, für einfach mal so umsonst. Oder beziehungsweise wahrscheinlich gibt es auch eine extra Mission, wo man dann abstauben gehen kann. Wir müssen danach mal schauen, weil wir haben ja schon mal in einem der vergangenen Dev-Streams gesehen, dass da irgendwie so ein Event-Hammer mit stattfinden soll. Das wird auch nicht besonders schwer werden, das Event. Aber dann wird es wahrscheinlich als Belohnung eben diese Dex-Klamotten da geben. Ja, ist okay. Ich meine, wahrscheinlich wird es total cool aussehen. Bin ich mal sehr gespannt. Also jetzt aussehen wissen wir ja schon, wie es tut. Aber ich meine jetzt, wie es am Warframe direkt an meinem aussieht, das ist halt noch eine andere Sache, weiß ich. Und natürlich werden wahrscheinlich auch wieder die ganzen anderen Waffen zu kriegen sein. Für Leute eben, die noch nicht dabei gewesen waren die ganzen Jahre lang. Macht auch Sinn, weil die Waffen kriegt man ja sonst nicht im Spiel. Dann noch so eine kleine Info. Tatsächlich haben wir eine Information darüber bekommen, nämlich dass wir den Baden Warframe in absehbarer Zeit auch kriegen werden. Und wir haben auch endlich erfahren, wie er heißt. Nämlich Octavia. Ja. Macht irgendwo Sinn. Scheinbar ist das nämlich vom Design Console, wurde sozusagen eingeschickt, dieser Name. Ja, scheinbar gibt es ein Design Console, wo diverse Spieler oder auch Supporter von Warframe mehr oder weniger drin sitzen und sagen, ja, wir machen das so und so diesmal. Das werden wahrscheinlich aber Leute sein, nicht aus der Firma. Und die haben halt vorgeschlagen den Namen Octavia für den Barden Warframe. Und die Entwickler haben gesagt, das hört sich super an, den nehmen wir. Also Octavia ist jetzt, der Barden Warframe wird ab jetzt nicht mehr Barden Warframe, sondern Octavia genannt. Macht inhaltlich irgendwie ein Stück weit Sinn. Und natürlich habe ich auch die eine Sache noch, die ich mir noch angeguckt. Bin nämlich mal auf die IM8-Bit-Webseite gegangen und da gibt es von diversen Spielen, sei es nur Undertale, die X-Files, Guild Wars 2, da gibt es halt von diversen Leuten, die da rumhantieren, auch noch Klamotten von denen oder No Man's Sky. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob er das haben will. Aber ja, könnt ihr mal einen Blick drauf schmeißen. Den Link von denen schmeiß ich auch mal einfach mal unten drunter, damit ihr seht, ob was euch da so zukommen könnte. Oder vielleicht findet ihr auch irgendwas anderes. Zum Beispiel Hyper Light Drifter, zum Beispiel haben die auch Klamotten hier stehen. Oder
Monument Valley oder whatever, The Last Guardian, also oder Abzu oder Spiele, die ich alle, was ich schon mal davon gehört habe, und müsste ich vielleicht wirklich mal nach ein paar Blicke drauf schmeißen, ob da vielleicht was bei ist, was mich nicht interessiert. Wenn es nicht Sachen unbedingt von Warframe sind, aber von den anderen Sachen vielleicht, die vor allem 8-Bit doch teilweise sind. Deswegen macht das vielleicht sogar ein bisschen mehr Sinn. Und ich bin mal auch auf die Webseite gegangen von dem Caravan Studios, die dieses Webcomic ja machen sollen. Und die haben ein paar sehr interessante aussehende Bilder, muss ich sagen. Alles, was ein bisschen Sci-Fi aussieht, sieht von denen sehr cool aus. Und alles, was Richtung Fantasy geht, ist ein bisschen wie, ich würde mal sagen, okay. Wobei, es gibt ein paar sehr coole aussehende Bilder, muss auch mal dazu sagen, ja. Wobei, ich bin natürlich jetzt ein bisschen verwöhnt, wenn ich jetzt an Comic denke, so diverse richtig gute Mangas, die ich gelesen habe. Und da muss ich sagen, dann ist das hier teilweise so immer noch ziemlich okay, aber nicht unbedingt, was ich jetzt besser bezeichnen wollen würde. Wobei, es hat wie immer eine Geschmackssache auch, ne? Es hat wirklich manchmal wirklich eine Geschmackssache, aber sowas. Aber es sieht nicht verkehrt aus. Ich bin mal sehr gespannt, was in dem Zusammenhang mit Warframe anstellen werden. Das sieht gar nicht verkehrt aus. Hier kann man auch, glaube ich, hier und da ein Bild von sehen. Sind das sogar schon Warframe-Sachen? Nein, das sind einfach Sci-Fi-Klamotten. Commercial Ads. Aha. Sieht trotzdem nicht unbedingt verkehrt aus, die Bilder. Wirkt nicht schlecht. Wie gesagt, von denen tue ich auch überall den Link drunter, falls ihr jetzt wundert, warum ich keine Bilder hintacke. Weil das nicht zu Warframe gehört, logischerweise. Ich zeige jetzt nicht von anderen Leuten, Firmen hier die Klamotten. Aber ich tue, wie gesagt, die Links da unten in das Video packen, falls ihr also wissen wollt, was es mit denen auf sich hat und was die so getan haben und was dazu wieder so aussehen könnte, wenn sie was tun. Ich würde sagen, ich glaube, bei Caravan, wenn die das Webcomic machen, dann bin ich noch mehr dran interessiert, weil da kriegen wir endlich mal am Stück hängende Story nochmal in Warframe vor die Füße geknallt, gezeichneter Natur, das finde ich gar nicht mal verkehrt. Und beim 8-Bit muss ich echt mal gucken. Beim IM 8-Bit bin ich mir wirklich nicht sicher, ob da nach was bei ist, was ich überhaupt noch ansatzweise haben will. Wie gesagt, von den Entwicklern würde ich vielleicht irgendwo Digitalversion unbedingt mal abstauben gehen von The Second Dream, weil der Soundtrack fand ich ziemlich geil. Aber ansonsten, auf Vinyl, Schallplatten, bitte? Vinyl heißt es, glaube ich, ne? Ja, also ich weiß nicht, als LPs, ich weiß nicht. Heute LPs, ich dachte als CDs die Dinger rauszuhauen, wäre schon fast gewalt, aber als LPs? Ich muss mir die Frage gerade so stellen, man, nur mal als Gag. Wer weiß überhaupt nicht, was LPs sind, bitte unten mal drunter schreiben. Und vor allem, wer hat noch einen Plattenspieler zu Hause, der noch funktioniert? Nur mal, das würde mich ja echt mal interessieren. Ich weiß, bei uns, wir haben super viele alte Schallplatten, so Rolling Stones, Beatles, Schlag mich tot. Ich glaube, da war sogar noch von Roger Whittaker, glaube ich, war sogar noch einer dabei. Ist egal, auf jeden Fall jede Menge und auch andere natürlich, alle Klamotten. Damals, wo es noch nicht unbedingt alles auf CDs, also lange bevor es CDs gab. Und aus der Zeit gab es natürlich sehr viel und das würde mich echt mal interessieren, wer noch wirklich ein LP oder einen normalen, wie das Langplattenspieler zu Hause rumfliegen hat, wie gesagt, der noch funktioniert, das würde mich echt mal interessieren, weil ich, wenn die noch verkauft? Ich müsste noch mal auf Amazon gehen, ob die Dinger noch neu verkauft werden irgendwo. Wahrscheinlich schon, aber es irritiert mich gerade ein bisschen, ehrlich gesagt. So, und dann bin ich wieder auf dem Schiff auch aufgeschlagen. So viel zum Thema jetzt gerade davon. Und ich sehe gerade, wir haben Oroken Catalyst Blueprint, den ich wahrscheinlich mir noch gleich schnappen werde. Ist auch nur eine Stunde, der gerade hält. Ich meine, er ist ja eben gerade erst rausgehauen, wenn ich das Video im Aufnehmen hier war. Aber ja, gehen wir mal los und danke fürs Vorbeischneiden und Zuhören. Das war's mit dem K3. Und ja, das war so eine kleine Zusammenfassung von der PAX East. Ja, ich hätte gerne euch mehr erzählen wollen, gerade wenn die da irgendwelches Zeug von erzählen, aber wie gesagt, ich hab versucht, mir es reinzuziehen, ich habe aber akustisch teilweise nicht verstehen können, worum es geht und dann kann ich beim besten Willen euch nichts darüber berichten, leider. Mal gucken, ob wir die nächsten Male, wenn sie auf der PAX sind, das besser hinkriegen, ich hoffe es inständig. Auf der anderen Seite wiederum, ich meine mich sehr zu erinnern, dass die Soundqualität von der PAX jedes Mal eine Katastrophe war, aber hey, das war einfach so weit unterste Schublade, dass ich mir sagte, nö, ich verstehe es nicht, ich kann es akustisch nicht verstehen, was die sagen, dann ist das für mich leider durch das Thema. Egal, wenigstens haben wir ein paar Sachen dann nur noch rausfischen können, die vielleicht nicht uninteressant sind. Und ja, gucken wir mal am Freitag, was jetzt dieses I-Rate-Bit da noch alles raushauen werden. Und dann gucken wir mal. Wie immer, bis die Tage also und jetzt ciao.